5. April 1997. 97, ich meine, das war 96. Kann das jetzt Zürich aussen? Nein. Ist das Zürich aussen in der. Seit 50. Minute war ich eigentlich schon fast warm, heiß. Und das, wenn die Aktion ist, wo der Hausi einen Schlag bekommen hat. Ich bin nicht mal sicher, ob es der Nonda war. Und ich habe niemand gemerkt, dass er eigentlich eine Hirnerschütterung hatte. Bis dann eigentlich, glaube ich, in der 85. Minute, glaube ich, also 4 Minuten vor Schluss bin ich reingekommen. Bis dahin hat eigentlich der Hausi das Spiel durchgemacht, aber gar nicht gewusst, dass er auf dem Platz steht. Und dann bin ich reingekommen. Wenn es der Match ist, gegen Zürich, die ersten 5 Minuten dort. Ich habe gemeint, es wäre mehr gewesen. Nein, Spass beiseite. Ich habe viele Spiele, die ich so in Erinnerung habe, wenn man darüber schwätzt, die ich cool gefunden habe. Aber es klingt vielleicht lächerlich. Und, für mich war jedes Spiel, das ich bei FC Saarland auflaufen durfte, immer speziell gewesen, weil ich bin in der Nähe vom Stadion aufgewachsen. Es ist für mich mein Stadion. Es sind meine Katakomben, wenn ich dort runtergehe. Ich habe so viele Erinnerungen. Und auch jetzt, wenn ich runterwürde, schon nur Frida und Abraham kennen sie wahrscheinlich nicht. Das ist, ich höre die immer noch im Hintergrund, wenn sie gerufen haben. Und somit war dieses Spiel speziell gewesen. Natürlich in grosser Erinnerung, als ich da zurückgekommen bin von Italien. Und wir dann uns in Extrem retten konnten. Das war natürlich schon noch ganz speziell gewesen, dort, wo am Schluss noch der Gress kam. Und letzte Match daheim, wo wir in Zona runtergehauen haben. Und wir sind oben gewesen. Das war dann schön gewesen. Für mich war der FC natürlich immer schon von Kindesbein eigentlich, im Gespräch zu Hause. Mein Bruder hatte auch schon Zara geschaut. Er ist 12 Jahre älter als ich. Mein Bruder war schon damals bei der ersten Mannschaft dabei gewesen, nach der ersten Mannschaft. Als ich dann angefangen habe mit 5 eigentlich. Neben dem Schulhaus nebenan hat der FC auch im Winter die erste Training gemacht für die Junioren. Ich bin 85 beim Cup-Final, weiss ich noch, habe ich meine Fahne selber gebaut. Also, ich habe einen Holzmast genommen, meine Mutter ist eine Näherin, hat sie meine Fahne gemacht, dann sind wir auf Bern, dort auf der Autobahn noch parkiert damals, und meine Fahne hinter dem Goal gsi, wo dann der Walti noch schiesst. Das war genau bin dort gewesen, und das ist mir geblieben, und darum hat für mich immer nur der FC Saarland gegeben. Und habe ich da reingekommen, wegen meinem Bruder, wegen der Stadt, wegen dem Fußball, ist für mich jetzt nur der FC Saarland. Das ist die erste Liebe. Ich habe die ersten paar Jahre sind wir noch, haben wir noch zweimal die Finalrunde erreichen. Dann darauf haben wir die so bekannte Aufabstiegsrunde gehabt, die ich eigentlich noch gut gefunden habe. Die Spannung war immer da. Ich habe es für mich nicht so als Mythos gesehen. Es ist logisch, dass wir uns sehr viele Jahre auch in Extremen, so teilweise auch früher, haben das können retten. Aber ich glaube, weil wir die Werte immer verkörpert haben. Wir haben gesagt, wir fighten bis zum Schluss, bis der Schiri abpfifft. Wir glauben daran. Wir haben sehr ein, ja, jetzt wahrscheinlich auch noch eine familiäre Stimmung gehabt. Wir haben gewusst, wir haben nicht der Superstar, sondern die Mannschaft war schon stark immer. Und so haben wir es verkörpert gehabt. Wir haben das nötige Glück uns erzwungen, erarbeitet. Und ich glaube auch, dazu, als wir das erste Mal abgestiegen sind, nach vielen Jahren, eigentlich, und ich leider müssen miterleben, wenn wir dort vielleicht den Match von Bellinzona nicht mehr gedacht hätten, dass sie auswärts gewinnen nicht gewesen wäre, hätten wir es auch dort noch gerettet in Extremis. Und es war ein cooler Mythos gewesen, und es zeigt auch, dass sehr viel möglich ist auch in Saarau. Ich mag mich als Goal, mich gut erinnern, es war Luzern. Im Goal zu Luzern, ich glaube, es war der Creighton. Es war die 91. Minute, so etwa gelaufen. Wir waren 2-1 hinten. Es war nachher eine Turbulenzwoche für mich, wo damit, ich da mal draußen war, nicht an verspielt, ein paar, zwei, drei Match, dann wieder reingekommen bin. Dann war Corner. Ich, da bin ich nicht mehr sicher, ob das der Baldassare war, der geschossen hat. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich weiß nur, dass der Frederik Basch die erste nicht bereicht hat. Oder ich den ersten nicht bereicht. Entschuldigung, ich habe den ersten Ball fast mit dem Fuß nicht bereicht. Klar, so ein Anfänger. Da ist der Ball wieder raus. Der Frederik Basch wollte aufs Goal schiessen. Trifft den Ball nicht richtig. Der
Ball wäre nicht aufs Goal, der Ball wäre irgendwann gelandet. Und ich wirf mich mit dem Kopf rein und geht unter die Latte. Und das war ein sehr emotionaler Moment, für mich persönlich natürlich. Auch noch für meine Frau, die jetzige Frau, die zumal noch Freundin. Die ist gerade hinter dem Goal gehockt, der hat auch gesehen, wie der Ball hineingeht. Und nach dem Goal, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe ganz komisch reagiert. Ich habe gar nicht gewusst, wie ich reagieren. Das habe ich nie geübt. Und es war aber sehr speziell, sehr cool. Und ich glaube, es ist in der Schweiz immer noch eines der ersten, der einen Goal mit dem Kopf gemacht hat. Ja. Vor mir jetzt, hat es mit Ausgleich gegeben, aber mit dem Kopfball noch nicht viel gemacht. Also, wie ich vorher erwähnt habe, die erste Liebe vergisst man nie. Ich gehe noch sehr gerne ins Stadion, auch als Fan. Ich verfolge es natürlich und ich freue mich jedes Mal, wenn der FC Aarau aufsteigt. Ich bin letztes Mal natürlich mit der Familie versucht, die Kinder langsam zu integrieren, dass sie Freude haben vom FC Aarau. Letzten Sommer, als wir knapp beim letzten Match den Aufstieg leider ein bisschen noch nicht erreicht haben, noch nicht, das wird hoffentlich wieder kommen, habe ich alle dabei gehabt, wir fiebern mit. Bei meinem Aufstieg ist man auf dem Platz natürlich. Ich meine, ich darf den Meistertitel auf dem Platz miterleben, den Cup-Sieg miterleben, den Aufstieg dazu mal miterleben. Und es sind Emotionen, die dazu gehört. Und als Aarauer, da geboren, aufgewachsen, ich glaube, man kann es nicht erklären. Es gehört einfach dazu. Man kann auch also sagen, nein, es interessiert mich nicht, es interessiert mich gleich. Genau das Gleiche, wie du am Beizli-Fest das zehnte Mal im Jahr vor dem Maienzug immer da bist, wenn du alle Aarauer siehst und versuchst immer da zu sein. Und so gehört der FC Aarau für mich jetzt zur Stadt, zur Region, zum Kanton. Zusammen für Aarau. Immer zusammen für Aarau.